Unsere Geschichte beginnt in dem kleinen Dorf Taka, mitten in Nirgendwo. Dort lebt die kleine Sasa mit ihrem Opa Odo und ihrem Hund Pipi. Eigentlich war die kleine Sasa zu ihrem Opa gezogen, damit er auf sie aufpassen kann. Inzwischen war er schon so alt geworden, dass Sasa eher auf ihren Opa aufpassen musste. Hier, mein Spatz, ich habe eins gefunden, das du noch nicht gelesen hast. Ich werde nicht mehr und ich dachte, ich hätte sie verloren. Du dachtest, du hättest was verloren? Was? Ach, nicht, mein Spatz. Lies nicht mehr zu lang. Das hätte ich fast vergessen. Du musst dir morgen selber Frühstück machen. Ich muss ganz früh vorhin eben was erledigen. Ich muss immer selber Frühstück machen. Irgendwie war Opa Udo komisch heute. Was denkst du? Uff, uff. Du hast recht, er führt was in Schädel. Ein Schatzkarte? Meinst du wirklich? Das wäre ja toll. Am nächsten Morgen war Opa Odo in aller Frühe aufgebrochen. Er hatte versucht, extra leise zu sein, um die kleine Sasa nicht zu wecken. Vielleicht hätte ich Sasa doch sagen sollen, wo ich hin war. Nein, es ist einfach zu gefährlich. Hochinteressant, der Schatz ist also in einem der Türme. Psst, psst. Ich habe mich schon gefragt, warum der Koffer so schwer war. Wenn du glaubst, dass du ohne mich und Pipi auf Schatzsuche gehen kannst, dann hast du dich geschnitten. Aber mein Spatz, ich dachte ja nur, weil es vielleicht gefährlich werden könnte. Wegen Monster und so. Uff, uff. Genau deswegen brauchst du uns doch, Opa Odo. Wir sind ganz tolle Abenteurer und Schatzsucher. Uff! Und mutige Kämpfer. Nach langer Fahrt kamen die drei schließlich in Schlossstadt an. Eine sehr schöne und reiche Stadt, wo König Jasche regierte. Warum hast du noch nicht vorher nach dem Schatz gesucht? Wenn du die Karte schon so lange hast. Als ich noch jung war, bin ich ganz oft auf Abenteuer gefahren. Einmal war ich fast 20 Jahre von zu Hause weg. Da war Oma aber auch ziemlich sauer. Und dann? Und dann haben wir deinen Papa bekommen und hatten plötzlich zu Hause mehr Abenteuer als jemals auf Reisen. Ganz zu schweigen davon, als du zu mir kamst. Das ist ja riesig und zu viele gefährliche Bewacher. Wie sollen wir denn da rankommen? Laut der Karte mussten wir im höchsten Turm suchen. Aber ich wusste ja nicht, dass das Schloss von König Jasche gemeint war. Soweit ich weiß, ist er ziemlich fies und teilt gar nicht gerne mit anderen. Ich bin zwar die Stärkste in meiner Klasse, aber ich glaube, wir können die nicht alle besiegen. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver oder sowas ähnliches. Wir könnten ein riesen Pferd aus Holz bauen und uns daran verstecken. Und dann hüpfen wir nachts aus dem Pferd und... Opa Odo, hör auf mit dem Quatsch. Wir brauchen einen echten Plan. Wie wäre es, denn wenn wir... Pipi, du Teufelskerl. Sie hatten zwar damit gerechnet, dass ein Schatz in der Kiste sei, aber als sie ein weiteres Kartenstück entdeckten, waren sie auch zufrieden. Schließlich darf eine gute Schatzsuche auch nicht zu schnell vorbei sein. Pipi hat recht. Wir mussten durch den Wald hinter dem Schloss. Gut, dass die uns nicht gesehen haben. Die klingen ganz schön sauer. König Jasche soll sich mal nicht so anstellen. Der ist selber ein ganz gemeiner Typ. Was glaubst du, wie man sonst König wird? König Artus hat ein Schwert aus einem Stein gezogen. Das habe ich in einem Buch gelesen. Da hast du recht, mein Spatz.
Die drei waren so zufrieden mit sich, dass sie nicht merkten, dass ihnen ein unheimlicher Schatten folgte. Opa Odo erzählte, wie er die Schatzkarte bekommen hatte. Angeblich hatte er sie von Tina, Tante der Weisheit oder so bekommen. Den Teil hatte Sasa nicht ganz verstanden, aber es war auch egal. Hauptsache, sie waren auf Schatzsuche. Ja, für heute reicht es. Wir sollten ein Lager aufschlagen. Wir machen ein Feuer. Dann können wir Marshmallows rüsten. Die drei Schatzsucher waren ganz durchgefroren, aber das Feuer wärmte sie schnell auf. Es dauerte nicht lange, bis Opa Odo friedlich eingeschlafen war. Sasa und Pipi hingegen konnten nicht an Schlafen denken. Sie waren zu beschäftigt damit, sich auszumalen, was für einen tollen Schatz sie wohl finden würden. Vielleicht ist da richtig hübscher Schmuck drin. Ketten und Armreifen. Oder ganz viel Geld. Gold wäre auch gut. Aber am liebsten wären mir Süßigkeiten. Keine Ahnung, was das war. Irgendwie ist das schon ein wenig gruselig hier. Nein, lass Opa Udo schlafen. Wir schieben Wache. Ich schlaf doch nicht ein. Du wirst schon sehen. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, lag am Waldrand eine kleine Überraschung für sie bereit. Wo kommst du denn her? Ich bin euch gefolgt. Wieso das denn? Ja, also ich habe bei König Hirsche als Schatzbewacher gearbeitet. Oh nein. Aber dann hat er mich rausgeschmissen. Oh nein. Und ich wusste nicht, wo es hingehen soll. Ihr seht irgendwie nett aus. Da bin ich euch gefolgt. Es dauerte nicht lange, bis die vier sich angefreundet hatten. Und so beschlossen sie, die Reise ein Stück zusammen fortzusetzen. Laut der Karte ist der Schatz hier am See. Unter Wasser? Das heißt, wir müssen tauchen. Als ich jung war, war ich ein hervorragender Taucher. Opa Udo, du hast doch nicht mal ein Seepferdchen. Ich tauche. Ich weiß nur nicht, ob ich die Luft so lange anhalten kann. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wie wär's damit? Perfekt. Sei vorsichtig, mein Spatz. Schnell fand Sasa die Stelle, wo der Schatz laut Karte sein sollte. Direkt neben einem alten Schiffswrack begann sie im Meeresgrund zu graben. Sie war so damit beschäftigt, nach dem Schatz zu buddeln, dass sie nicht merkte, wie ein paar kleine Fische begonnen hatten, am Luftsack zu knabbern. So, dass erst langsam, dann immer schneller Luft austrat. Wie der Zufall es so wollte, kamen genau in diesem Moment zwei Meerjungfrauen vorbei, die auf dem Weg zum Strand waren, um sich zu sonnen. Als sie die kleine Sasa entdeckten, schwammen sie schnell herbei, um ihr zu helfen. Sie ist schon ganz schön lang weg. Ich weiß nicht, ob der Luftsack so lange reicht. Pipi, ich glaube, es wäre besser, wenn du... Huch! Da bist du ja, mein Spatz. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Es war auch ganz schön gefährlich, aber zum Glück hatte ich Hilfe. Wir sind Mio und Io, die Meerjungfrauen. Aber eigentlich bin ich Steinbock. Es stellte sich heraus, dass Meerjungfrauen exzellente Schatzkartenleser sind.
Und so wussten die Schatzsucher schnell, was zu tun ist. Bulgo sagte, dass ihm die Aufregung zu viel sei. Wir können euch auf unser Rücken über den See bringen. Dann müsst ihr auch keine Angst vor Piraten haben. Piraten? Dann bleibt es rest hier. Es hätte kaum besser laufen können für die Schatzsucher. Die Meerjungfrauen waren schneller als jedes Motorboot. Sie hatten schon mehr als den halben Weg geschafft, als Opa Odo plötzlich ganz aufgeregt wurde. Hört ihr das? Diese Melodie. Ich kenne die irgendwoher. Ich höre nichts. Aber woher? Opa Odo, wir haben jetzt keine Zeit, auf eine Party zu gehen. Wir sind schließlich auf Schatzsuche. Ich muss darüber schwimmen. Pipi, fass. Ich protestiere. Opa Odo, hör doch auf. Du hast nicht mal ein Schwimmweste. Wuff! Pipi musste sich ganz schön anstrengen, Opa Odo festzuhalten. Aber am Ende schafften sie es doch sicher ans andere Ufer. Opa Odo, was war denn bloß los mit dir? Ich weiß auch nicht, aber diese Melodie war so schön, dass ich sie unbedingt weiterhören wollte. Aber ich kann mich schon jetzt nicht mehr richtig erinnern. Jetzt werd nicht frech. In 100 Jahren bist du fast so alt wie ich. Und hier soll dein Schatz sein? Ich hätte mir denken können, dass uns die Schatzkarte hierher führt. Das ist Goldstadt. Hier haben früher die reichsten Könige gewohnt. Ich glaube, jetzt wohnt hier kein mehr. Nein, das ist schon lange her. Goldstadt war so schön, dass die anderen Könige neidisch geworden sind. Dann gab es einen Krieg. Alle waren so in Opa Odos Erzählung vertieft, dass sie nicht merkten, wie sie in einen Hinterhalt liefen. Wir sind die Rasmalia Räuberbande, die gefährlichste Räuberbande der Welt. Hier, um euch bis auf den letzten Pfennig auszurauben. Oh nein! Her mit euren Schätzen, sonst geht's euch an den Kragen. Sehen wir so aus, als hätten wir Schätze? Dann müssen wir euch wohl einen Kopf kürzer machen. Oh nein! Oh doch! Oh nein! Eigentlich sollten die zu Stein werden. Och, Odo, man kann dich nicht mal 5 Minuten allein lassen. Opa Odo, ihr kennt euch? Tatsächlich waren die beiden sehr alte Freunde. Und die mutige Retterin war auch sehr nett zu Sasa und Pipi. Sie war nicht mal böse, dass Sasa sie ständig Tina oder Tante der Weisheit nannte. Zu viert fanden sie schnell heraus, wo der Eingang zur Schatzkammer ist. Sie folgten einen langen Tunnel, bis sie schließlich vor der Schatzkammer standen. Ja, wie sind wir denn da reinkommen? Das ist einfach. Ihr müsst nur ein Rätsel lösen, dann kriegt ihr den Schlüssel. Ich bin hier die Schatzwächterin. Es ist mein Job, sowas zu wissen. Du? Du hattest doch früher nie einen Job. Mein Papa hat gesagt, ich muss mir einen Job suchen oder zu Hause ausziehen. Es gab also ein Donnerwetter. Wollt ihr jetzt das Rätsel hören oder nicht? Ja, ja, ja. Okay, passt auf. Das Rätsel ist, welchen Schatz kann dir niemand klauen? Das ist einfach. Den Wortschatz. Mein kleiner Bücherwurm. Die kleine Sasa hatte das Rätsel richtig gelöst. Alle waren sehr beeindruckt von ihr.
Wie versprochen bekam sie die Schlüssel zur Schatzkammer und machte sich sogleich daran, diese zu öffnen. In dieser Schatzruhe findet ihr den tollsten Schatz, den ihr euch vorstellen könnt. Opa Udo, wir haben endlich deinen Schatz gefunden. Ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Genau. Mach schon auf, Opa Udo. Du hast so lange drauf gewartet. Aber da ist ja ganz drinne. Dann war ja alles umsonst. Sei nicht traurig. Ich glaube nicht, dass er traurig ist. Das ist die Melodie, die Oma immer gesungen hat. Aber ich hatte vergessen, wie sie geht. Das ist wirklich der beste Schatz, den ich mir wünschen konnte. Außer dir natürlich, mein Spatz. Kleine Sasa hatte schon oft gehört, dass Träume wahr werden können. Aber sie hatte nie so ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Opa Udo wusste jetzt schon, dass sie mit einer Menge Fragen aufwachen würde. So war das immer, wenn seine Enkelin ein neues Buch gelesen hatte. Und dieses Mal würde es bestimmt nicht anders sein. Ganz im Gegenteil. Opa Udo und der Schatz. Ende.